Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Sieloria, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie das weitergeht zwischen euch beiden. Und dazu habe ich dieses Legesystem ausgesucht, der Garten der Liebe. Diese wunderschönen Blumenkarten sind meine eigenen Karten. Mich begeistert es und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe. Und ich arbeite sehr gerne jetzt mit diesen Karten. In diesem Garten erscheint ein Liebespaar. Diese Dame symbolisiert dich und dieser Herr symbolisiert ihn. Deinen Gefühlen zeigt hier diese Pflanze und bedeutet sehen, aber auch ansehen. Du musst etwas klar und deutlich sehen und erkennen, nämlich er kommt von anderen Kulturkreis und er sieht viele Dinge anders als du. Und wenn er merkt, da ist vielleicht noch ein anderer Mann da, wird er eifersüchtig sein und reagiert aber anders. Also erzähle ihm nicht allzu viel. Dann ansehen. Du brauchst Respekt. Du brauchst diese Ansehen und er soll dir das auch geben. Und wenn er dich verletzt, dann hat in deinem Leben nichts zum Suchen. Und jetzt schauen wir an seinen Gefühlen. Das zeigt hier diese Pflanze schmerzhafte Erinnerungen. Das kann Kindheitserinnerungen sein oder eine Ex-Beziehung. Er hat verletzten Gefühlen. Wie sollst du über diese Situation denken? Das zeigt hier diese Pflanze und bedeutet Arbeit. Natürlich auch deine Arbeit, indirekt deinen Finanzen, sollst du auch Gedanken machen. Aber bezüglich auf ihn, ihr sollt etwas bearbeiten oder er muss in sich arbeiten. Und was denkt er? Das zeigt hier diese Zauberei. Also er ist von sich selbst überzeugt und denkt, er kann dich bezaubern. Du hast eine Einladung. Wie steht dieser Herr zu dir? Hier blüht etwas auf. Weil dieser Herr, also nicht er, sondern der andere, wird um dich kümmern. Und hat er anderen Beziehung oder gibt es eine andere Frau in seinem Leben? Diese Karte zeigt Schlaf. Er lässt das Einschlafen. Ihn interessiert dieser Kontakt nicht. Und was kommt als nächstes? Oder was sollst du tun in seine Richtung? Hier sind noch Hindernisse. So rund läuft es noch nicht zwischen euch beiden. Und was wird er tun? Die Tulpen symbolisieren die Liebe, aber auch die Werte. Doch er liebt dich und er schätzt dich auch. Und wie geht es weiter? Dieser Garten hat einen Brunnen. Hier sprudelt Wasser und zeigt die Richtung. Diese Karte bedeutet Trost. Ein Mann wird dich trösten. Und wenn das so ist, dann wirst du neu orientieren. Ich befrage jetzt mein Pendel, sollst du bei ihm bleiben oder lieber bei anderen, der dich Trost gibt? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, du sollst bei ihm bleiben. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, orientiere dich neu. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, lass erstmal alles stehen und beobachtest, was dann kommt.
Die Pendel bleibt stehen und das heißt, lass das alles geschehen. Liebe Cieloria, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.